Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den Potato Gun Mod vor für die Minecraft Version 1.6.2 und dieser Mod fügt euch eine neue Gun hinzu, wie der Name es auch schon sagt, aber mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. So, hier wären wir auch schon wieder und ja, ich zeige euch die dann direkt einmal. Das ist diese Gun hier, Potato Gun, die craftet ihr, indem ihr hier drei Eisenbarren so platziert. Ein Stone, ein Gunpowder, einmal Charcoal und einen Bogen. Einfach so platzieren wir hier. Und dann braucht ihr noch die passenden Pfeile, das sind die Potato Arrows. Und das ist einfach ein Pfeil mit einer, ja, Potato, also einer Kartoffel. Und ich weiß nicht, warum es Potato, die Potato Gun ist. Sie schießen keine, ja, keine Kartoffeln. Keine Ahnung. Gut, cheaten wir uns noch einmal ganz kurz eine Rüstung. Zack. Und jetzt gehen wir zu den feindlichen Mobs. Wie man sehen kann, ist sie verdammt stark. Das war jetzt auch gerade sehr knapp. So, ja, ist eine wirklich sehr, sehr coole Gun. Und was halt auch noch eine... Also was man auch noch sehen kann ist, wenn man die schießt, sind das normale Pfeile und die kann man wieder aufheben, auch als normale Pfeile. Ja, jetzt nehmen wir uns noch mal ein paar Spawn-Eier, damit es nicht ganz so langweilig ist. Nehmen wir mal Creeper. Ach komm, okay, das war jetzt nicht so gut. Nehmen wir es. Ach komm, geht weg. So, dann nehmen wir Spinnen. Komm, die greifen uns ja alle an. Schön. Und wie man sehen kann, ich glaube sogar One Hit macht die. Und die ist einfach richtig, richtig, richtig stark und ist eigentlich nur so ein Fun-Mod. Und ja, ich finde den einfach richtig cool, ganz lustig. Und wenn ihr diesen Mod auch installiert haben wollt und nicht wisst, wie es funktioniert, bleibt jetzt dran. Denn ich zeige euch jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, hier sind wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Mods. Ihr braucht diese beiden Dateien, den Mod selbst und die Minecraft Forge Installations.jar. Dafür geht ihr einfach auf den Link, den ich für immer in die Beschreibung gesetzt habe. Scrollt einfach runter und klickt hier auf Download und klickt hier bei Forge auf diesen Link hier. Ich mache jetzt einfach in einem... Ja, okay, so. Und klickt hier bei Lastes, also bei 1.6.2, auf Installer. So, dann macht ihr einfach Doppelklick auf den Minecraft Forge Installer, install clean, also für euer Minecraft selbst, und drückt auf OK und dann ist es auch schon fertig. Dann öffnet ihr mit Start und R das Fenster ausführen und gebt dort %appdata% ein, geht in den Punkt Minecraft Ordner Versions und dann hat er, dann wird hier ein Ordner erstellt mit Forge, bla bla bla, die Version dahinter, auch von dem Installer, immer den neuesten Installer haben, das sonst können Fehler auftreten, und gehen wir hier rein und hier, wie wir sehen können, ist dann halt hier die Jar. Aber eigentlich müssen wir hier gar nicht rein, sondern ihr müsst einfach hier in den Mods-Ordner gehen. Und dann hier bei dem Mod in die Zip gehen. Oder eher gesagt die RAR. Und zieht von aus dieser RAR einfach die Jar von dem Mod raus. So. Und so ist der Mod auch schon installiert. Hat sich jetzt wahrscheinlich komplizierter angehört, als es wirklich ist. Also einfach Forge installieren. Und hier raus die aus dieser RAR-Datei. Die Jar-Datei in den Mods-Ordner. So, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal eure Meinung zu dem Video und zu dem Mod in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.